Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Pack Opening in Call of Duty World War 2. Ich habe 8 seltene Vorratslieferungen, die wir jetzt kurz in diesem Video gemeinsam öffnen werden. Drückt mir die Daumen, dass da etwas Nices dabei rauskommt. Mal schauen, was geht. Werfen wir doch die erste Kiste gleich ab und schauen, was da kommt. Ja, jetzt nicht wirklich der Bringer. Ich weiß, ich hätte jetzt X drücken können, damit die nächste Kiste kommt. Keine Angst. Aber ich werfe lieber meine Kiste. Abgläubisch kommt etwas Gutes. Gar nichts Gutes, es wird nur noch schlechter. Ja, mal schauen. Nächste Kiste, neues Glück. Alles unbrauchbar. Bis jetzt gar nichts Brauchbares dabei, deshalb drücke ich jetzt einfach mal X und schauen, vielleicht wird das besser. Nichts, was soll daran denn selten sein an diesen Scheißlieferungen? Verstehe ich nicht. Gibt's gar nicht, solche Scheiße will doch niemand. Noch einmal, vielleicht muss ich den Ort wechseln. Neues Packlack. Da kommt doch was. Episch. Ja, immerhin, epische Schaufel. Das ist doch mal ein Anfang. Damit lässt sich arbeiten. Werfen wir an dieser Stelle gleich noch einmal eine Kiste. Und wieder gut. Episch. Ein epischer Griff. Geht doch, Call of Duty. Mach kein Auge. Werfen wir hier gleich noch einmal. Wir haben noch 2 Kisten. Komm, gib mir was Gutes. Oh. Das ist doch mal eine Kiste mit 2 legendären Uniformen. Infanterie und US-Sprecher. Das ist doch was Nices. Und noch die letzte Kiste hauen wir raus. Ja, ist jetzt nicht so der Bringer, aber geht ganz in Ordnung. Dann schauen wir doch mal kurz. Neue Vorräte. So sieht meine Sammlung aktuell aus. Da ist noch viel Potenzial nach oben. Da fehlen noch ziemlich viele Karten. Wie wir hier sehen können, da geht noch einiges. Ich habe erst eine Kategorie voll, die SDG 44 Kategorie habe ich voll. Ja. Leute, das war's vom Call of Duty Pack Opening. Wenn ihr mehr Pack Opening sehen möchtet, dann lasst ein Abo da. Gebt einen Daumen nach oben. Genießt das Wochenende und hoffentlich bis bald, meine Freunde.